Mein Name ist Sir Wipfli, ich bin der Finanzchef von der Partners Group. Wir sind an der Schweizer Börse notiert, momentan Nummer 22 von der Größe her. Wir haben 50 Milliarden Assets under Management von 800 institutionellen Kunden weltweit. Wenn wir durchschauen, haben wir 100 Millionen Kunden, die Pensionskassen versichert sind. Ich selber, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert an der Uni Zürich, habe dann doktoriert zum Thema Unternehmensbewertung im Private Equity Geschäft. Bin dann zu McKinsey gegangen, dann zu Partners Group seit 15 Jahren bei der Partners Group und Mitglied von der Geschäftsleitung und vom Global Executive Board. Ich durfte den Börsengang von der Partners Group machen. Das war sehr spannend. Vor 10 Jahren sind wir an den Börsengang, das war mein Projekt. Seither habe ich auch Investor Relations, Public Relations machen. Das war ein sehr spannendes Projekt. Ich glaube, die wenigsten machen mehr als einen Börsengang in ihrem Leben. Ich habe es, glaube ich, gar nicht schlecht gemacht. Ich bin allein von einer Fachzeitschrift gewählt worden, als Nummer 1 im Specialty Finance Bereich, was Investor Relations betrifft. Aber wichtiger natürlich, was die Zahlen betrifft, ich bin der Gralshüter für unsere Umsatzmarge. Wir haben jede Woche ein Weekly Executive Committee Clients Meeting, wo wir eigentlich Kunden mit neuen Aufträgen besprechen und was für Preise wir für die Dienstleistungen dürfen verlangen. Dort ist es natürlich so, dass der Verkäufer natürlich für den Kunden für einen möglichst tiefen Preis kämpft. Ich bin dann der Gralshüter, um unsere Umsatzmarge eigentlich versuchen, möglichst hoch zu behalten. Und auf der EBITDA-Margenseite bin ich natürlich der Bad Guy, der das Kostenmanagement im Griff haben muss. Meine Geschäftsleitungskollegen muss daran erinnern, dass wir das Budget haben, dass wir das Budget hart einhalten müssen. Kostenmanagement ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig, vor allem jetzt in diesem Umfeld. Ja, ich glaube, ich möchte zwei herausgreifen. Das eine ist Fremdwährungen und das andere Negativzinsen. Also auf der Fremdwährungsseite ist natürlich für jede Schweizer Unternehmung, die in der Schweiz produziert und Waren ins Ausland exportiert, ist natürlich der starke Franken das Problem. Seit ich jetzt bei der Partners Group bin, ist der Euro-Schweizer-Franken von 1,64 auf 1,07 gefallen. Wir haben also nicht nur erst seit letztem Jahr, als die Nationalbank sie 1,20 aufgelöst hat, sind wir unter Druck, sondern es ist schon seit 10 Jahren ist das schon der Fall. Dort ist es mir gelungen, dass wir eigentlich das Business haben können diversifizieren. Wir haben vor allem im Ausland jetzt immer mehr Umsätze, dass wir also halt dann in Australien in australischen Dollar Umsatz erzielen, in Japan mit Japanese Yen, in Korea mit Korean Won, in USA in US-Dollar. Wir haben es also geschafft, unsere Abhängigkeit vom Euro-Umsatz zu reduzieren. Und auf der Kostenseite haben wir eigentlich unser Wachstum vor allem auch ins Ausland verlagert. Wir haben 19 Offices weltweit. Die Schweiz ist immer noch unser Headquarter, wo wir fast die Hälfte der Belegschaft da haben. Aber die andere Hälfte ist halt eben im Ausland. Und darum haben wir dann dort dann halt auch die Kosten in englischem Pfund oder in US-Dollar oder in Japanese Yen oder wo halt immer dann die Leute arbeiten. Und so ist es uns gelungen, dass wir beim letzten, zum Beispiel in 2010, wo der Euro mal um 10% gesunken ist, dann ist unsere EBITDA-Marge um 4% gesunken. Wo jetzt aber letztes Jahr denn der Euro um 12% gesunken ist, ist unsere EBITDA-Marge nur noch um 1% gesunken. Und wir haben es dieses Jahr sogar wieder aufgeholt. Wir sind also wieder gleich profitabel wie letztes Jahr, vor wo der Euro noch bei 1,20 war. Und ich glaube, das war eine grosse Herausforderung für mich. Und das andere Negativzinsumfeld, das bedeutet natürlich für jemanden, der 600 Millionen Cash hat, ist das ein Problem, wenn man minus 0,75% zahlen muss. Da habe ich aber einen Weg gefunden, das Geld anzulegen, dass man wenigstens noch 3-4% Rendite hat und nicht muss minus 0,75 zahlen. Also als typischer Schweizer ist es extrem peinlich, sich selber zu loben. Oder Trump, wenn man das jetzt nennt, seit Donald Trump hier in den USA Präsident geworden ist, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube aber doch, ich habe einen kleinen Beitrag geleistet zum Erfolg von der Partners Group die letzten 15 Jahre. Ich würde mich extrem freuen, wenn ich aus dem kompetenten Mund dann ich gewählt werde zum Finanzchef of the Year. Das wäre sicher der Höhepunkt von meiner Karriere. Ich glaube, ich habe extrem versucht, ein strategischer Finanzchef zu sein. Nicht jetzt so der Chefbuchhalter, sondern eher ein strategischer CFO, der versucht, Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen, dass CEO und der Verwaltungsrat eigentlich bessere Entscheidungen fällen. Das ist eigentlich mein Ziel. Darum auch dieses Jahr speziellen Fokus auf Key Performance Indicators, KPI. Dass wir versuchen, unser Business noch besser zu quantifizieren, dass wir nicht mehr aus dem Bauch entscheiden, sondern dass wir Fakten können schaffen, aufgrund von Fakten entscheiden. Und abgesehen von den Fakten, ich glaube, was mich auch noch recht gut machen, ist immer die positive Grundeinstellung. Für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer.
Ich sehe eigentlich immer das Gute an einem Problem. Das ist immer eine Challenge, das ist eine Herausforderung, das ist spannend und nicht gerne langweilig. Und ich glaube, das ist gerade in diesem Umfeld ja sicher auch ein Vorteil. Ja, ganz klar Musik. Also ich habe 20 Jahre lang gesungen im Chor Audite Nova in Zug aus Bass 2. Das sind die tiefen Bässe. Ich habe das immer sehr geschätzt. Ich bin sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und mit 80, 90 Leuten auf einer Bühne stehen, in einer Tonhalle in Zürich. Das war schon sehr eindrücklich. Wir haben klassische Werke musiziert. Ich muss aber sagen, seit ich Finanzchef für die Partnersgruppe bin, habe ich leider keine Zeit mehr für das Hobby. Also das typische Schweizer tut man noch Skifahren, oder? Das kann man aber auch am Wochenende. Darum, wenn ich in die Ferien gehe, dann lieber im Sommer. Ich fliege sehr gerne, ich bin Privatpilot. Und eines von den Sachen, die mir gefällt am Fliegen, das ist natürlich, dass ich der Captain bin, ich bin der Pilot in Command und ich bin nicht nur der Co-Pilot vom CEO. Ganz klar Fleischesser. Ich liebe Dry-Aged Beef, vor allem in den USA. Und wenn ich dann in Roadshow in den USA bin, versuche ich möglichst viele Steaks reinzudrücken. Mein Rekord ist 10 Tage USA, 9 Mal Steaks. Ganz klar Auto. Ich bin ein super Autofan, aber in der Schweiz dürfen wir nicht schnell Auto fahren. Darum gehe ich am Wochenende ab und zu gerne auf die Rennstrecke. Früher haben wir mit dem TÜV auf die Rennstrecke gegangen, aber seit ich älter bin, traue ich mich nicht mehr. Jetzt habe ich eigentlich lieber ein Auto um mich herum mit einem schönen Sicherheitskäfig. Das kennt natürlich jeder Finanzchef. Wir sind ein bisschen risikoavers. Ja, also als kopflastiger Finanzchef müsste ich jetzt sicher Schach sagen, aber aus typischen Innerschweizer ist natürlich Jassen viel sympathischer. Kann man auch ein Gläschen Wein trinken, man kann es mit drei Freunden zusammen machen und ich bin am fröhlichen Mensch, lache gerne, also sicher Jassen.